Die alte Qigong-Form Harmonie der fünf Elemente ist sehr kurz, ein kleiner, schöner und eleganter Zyklus. Sie besteht nur aus fünf Figuren, die beliebig oft wiederholt werden können. Die Bewegungen sind einfach und du kannst kaum etwas falsch machen. Du kannst dir diese Form deshalb auch gut ohne die Korrekturen eines Lehrers aneignen. Ein großer Teil der Wirkung des Qigong entsteht aus der sanften Anregung aller Körperstrukturen und Funktionen und der Reduktion von Stress durch innere Zentrierung und Achtsamkeit. Wenn du die kleine Form regelmäßig übst, bekommst du schon ein gutes Basistraining. In dieser ersten Folge der Videoreihe lernst du einfach den Bewegungsablauf. Der ist mit einer kleinen Geschichte verbunden, die innere Bilder aktiviert und damit die Wirkung intensiviert. Diese Technik wird im Qigong häufig angewendet. In weiteren Folgen schauen wir uns die einzelnen Bewegungen und ihre Wirkungen genauer an. Dabei lernst du auch mehr über die fünf Elemente oder Wandlungsphasen aus der chinesischen Tradition. Schau dir den Ablauf erst einmal an. Wie in vielen anderen Qigong-Formen auch, beginnen wir im Reiterstand. Dazu später mehr. Der ganze Körper ist zentriert und fühlt sich leicht und beweglich an. Der Atem fließt ruhig ein und aus. Die Übungsfolge wird eröffnet mit das Qi wecken. Die Hände steigen leicht vor dem Körper und sinken wieder. Und entspannen. Nun beginnt der eigentliche Übungszyklus und mit ihm die kleine Bewegungsgeschichte dazu. Du öffnest die Arme, beugst dich tief zur Quelle und schöpfst kühles, weiches, mineralreiches Wasser aus der Tiefe, das erfrischt und belebt dich. Das Wasser nährt auch einen kleinen Baumschößling, der wächst und entwickelt sich zu einem prächtigen Baum mit starkem Holz, der seine Krone weit ausbreitet. Du umarmst den Baum und nimmst dir seine Stärke zu Herzen, die Handhaltung symbolisiert das. Das Holz spendet Feuer und wärmt das Herz, die Hände bilden eine Flamme nach und die Wärme deines Herzens trägst du in die Welt. Nach Osten, zurück zur Mitte und nach Westen. Die Asche des Feuers verfliegt im Wind, sinkt zu Boden und reichert die Erde mit Nährstoffen an. Mit diesem Reichtum der Erde verbindest du deine Mitte, die Erde nährt und trägt dich. Tief im Innern verdichtet sich die Erde zu Metall, mit dem du die Dinge trennen und dich schützen kannst. Du förderst das Metallerz im Osten, kehrst zur Mitte zurück und förderst das Metallerz im Westen. Und wenn das Metall korrodiert, zerfällt es und gelangt als Mineral wieder ins Wasser. Von hier beginnt der Zyklus erneut. Die Kultur des alten China war eine Kultur des Ackerbaus und der Viehzucht. Zwischen den Polen von Yin und Yang nahm die Erde im Denken der Menschen eine ganz zentrale Stellung ein. Sie bot Pflanzen, Tieren und Menschen Halt zum Wachsen, spendete Nahrung und war der feste Grund, auf dem sich alles Leben abspielte. Sie trug das Feuer, sie barg in ihren Tiefen die Metalle und sie grenzte das Wasser ein. Jedes Werden und Vergehen in der Natur und auch im gesellschaftlichen Leben entsprach für die Menschen im alten China einem Zyklus dieser fünf Wandlungsphasen. Die Wesen der Welt entspringen dem Wasser und werden aus kleinsten Keimzellen geboren. Sie entfalten sich kraftvoll wie das Holz der Bäume und wachsen zu ihrer vollen Größe und Form heran. Sie erfüllen voll feuriger Energie und spielerischer Lust ihren Daseinszweck. Sie tragen Frucht und genießen, was ihnen zufällt, geben Energie ab. Sie sterben und zerfallen wieder und bilden die Grundlage für neues Leben in anderer Form. Genau diesen sehr naturverbundenen Zyklus bringt diese Übungsfolge zum Ausdruck. Und jetzt mach mit! Die Übungsfolge wird dreimal wiederholt in leicht reduziertem Tempo. Wir beginnen wieder im Reiterstand. Setz die Füße etwas mehr als schulterbreit auseinander. Du spürst dein Gewicht gleichmäßig verteilt auf beiden Füßen. Dein Körperschwerpunkt befindet sich genau in der Mitte über den Füßen. Die Knie sind nicht durchgestreckt, sondern leicht gebeugt. Das Steißbein sinkt leicht, so als ob du dich auf einen Barhocker setzt.
Der Nacken richtet sich auf, so als ob ein unsichtbarer Faden den Scheitel zum Himmel zieht. Der Rücken ist dadurch sehr gerade aufgerichtet, aber entspannt. Die Schultern sind völlig entspannt. Die Arme hängen locker neben dem Körper, die Ellbogen sind leicht nach außen geöffnet. Der ganze Körper sollte sich dabei leicht und beweglich anfühlen, nichts sollte starr gehalten werden. Der Atem fließt einfach, ruhig ein und aus. Das Qi-Wecken. Die Hände steigen leicht vor dem Körper und sinken. Öffne die Arme und beuge dich tief nach vorn, um das Wasser zu schöpfen. Deine Hände formen eine Schale. Bilde den Baumschößling mit den Handrücken und lass das starke Holz hoch nach oben wachsen. Die Krone breitet sich aus. Lass die Arme zu den Seiten sinken. Umarme den Baum, führe seine Stärke zum Herzen und breite das Feuer des Herzens aus, zuerst im Osten, also nach links. Das Dreieck aus Daumen und Zeigefinger weist als Flamme nach oben. Zur Mitte zurückkehren und dann im Westen, nach rechts. Und die Asche verteilt sich im Wind über die Erde und reichert sie an. Verbindest dich mit der Stabilität und nährenden Kraft der Erde. Die Hände sinken zum Unterbauch, steigen vor dem Körper zum Solarplexus und sinken wieder. Du förderst das Metall, zuerst im Osten, also nach links. Die Hände kreisen nach hinten und heben sich hoch nach oben, Rücken an Rücken. In die Mitte zurückkehren, die Hände sinken vorm Körper und dann im Westen. Die Ferse des hinteren Beins hebt sich und hilft bei der Streckung des Körpers. Und in der Mitte zur Ruhe kommen. Breite die Arme aus und schöpfe das Wasser aus der Tiefe. Lass den Baum wachsen bis in den Himmel und seine Krone ausbreiten. Führe das Feuer des Herzens nach Osten zur Mitte zurück. Und nach Westen. Verbinde dich mit der Kraft der Erde. Aus den Füßen aufsteigende Hände. Absinken. Fördere das Metall im Osten, hoch hinaus, kehre zur Mitte zurück. Und fördere das Metall im Westen, und komm in der Mitte zur Ruhe. Und zum Abschluss noch einmal mit der ganzen Geschichte. Du öffnest die Arme, beugst dich tief hinab zur Quelle und schöpfst kühles, weiches, mineralreiches Wasser aus der Tiefe, das erfrischt und belebt dich. Das Wasser nährt auch einen kleinen Baumschößling, der wächst und entwickelt sich zu einem prächtigen Baum mit starkem Holz, der seine Krone weit ausbreitet. Du umarmst den Baum und nimmst dir seine Stärke zu Herzen, die Handhaltung symbolisiert das. Das Holz spendet Feuer und wärmt das Herz,
Die Hände bilden eine Flamme nach und die Wärme deines Herzens trägst du in die Welt. Nach Osten, zur Mitte zurück und nach Westen. Die Asche des Feuers verfliegt im Wind, sinkt zu Boden und reichert die Erde mit Nährstoffen an. Mit diesem Reichtum der Erde verbindest du deine Mitte. Die Erde nährt und trägt dich. Tief im Innern verdichtet sich die Erde zu Metall, mit dem du die Dinge trennen und dich schützen kannst. Du förderst das Metallerz im Osten und im Westen. Wenn das Metall korrodiert, zerfällt es und gelangt als Mineral wieder ins Wasser. Und dann beginnt der Zyklus erneut. Wir aber beenden die Übung hier. Zum Abschluss breitest du noch einmal die Arme weit aus und sammelst alles Qi aus der Umgebung ein, führst es dir zu Herzen und speicherst es tief in deinem Unterbauch. Spüre noch ein bisschen in deinem Körper und komm dann wieder in den Alltag zurück. Drei Tipps noch zum Üben. Führe die Bewegungen nie bis an die Grenze deiner Dehnfähigkeit aus. Im Qigong gilt die 70%-Regel. Probier einmal aus, was das Maximum deiner Bewegungen oder Dehnungen sein kann und dann geh nicht über 70% davon hinaus. Achte darauf, dass du das Knie des hinteren Beins bei den Drehungen nicht nach innen verdrehst. Und wenn du zu hohen Blutdruck hast, dann führe die Arme nicht über den Kopf nach oben. Mach in der Holzphase den Baum kleiner und runder und in der Metallphase hebe die Arme nur bis in Schulter. In der nächsten Folge schauen wir uns dann die einzelnen Bewegungen genauer an und du erfährst mehr über ihre Wirkungen auf Körper, Geist und Seele und über die 5 Wandlungsphasen oder Elemente. Bis dahin! Und viel Freude und Genuss beim Üben.